Tag zusammen, hier ist wieder Ben und ich befinde mich auf dem Patch 6.3 gerade, ist gerade live gegangen, beziehungsweise den heutigen Tag, und ich spiele heute Xin Zhao, der ja auch angepasst wurde und meiner Meinung nach schon vorher ein ziemlich starker Jungler war, hatte eine Menge Sustain und ich hatte ja auch schon das ein oder andere Gameplay von ihm auf meinem Kanal. Allerdings hat Riot sich dafür entschieden, ihn noch ein bisschen zu verbessern. Und das finde ich eigentlich ganz gut, denn ich spiele ihn sehr, sehr gerne und freue mich natürlich, dass er jetzt auch wieder einen Ticken stärker geworden ist. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass er jetzt das ein oder andere Mal häufiger gebannt wird von den Gegnern. Und ich fange jetzt hier oben beim Blue Buff an, weil ich mich ganz gerne mit dem Blue Buff durch den Jungle durchprügel und dann hier durchkomme. Genau, und das ist das, was ich jetzt hier meinte. Das wird jetzt hier gerade auch im Chat angesprochen. So, Xin got some serious buff recently, I've heard. Genau, das liegt einfach daran, dass sein E ist jetzt besser fürs Early Game, weil das jetzt einfach weniger Cooldown hat. Vorher war das Level 1 14 Sekunden und Level 5 war das 10 Sekunden. Jetzt ist es permanent 12 Sekunden. Und sein W, das ist jetzt so, dass das jetzt auch mit AD skaliert. Zwar mit 0,2 ist nicht das Übermaß aller Dinge, aber es skaliert halt besser. Und für jeden dritten Angriff, den man macht, macht man sogar noch ein bisschen extra Schaden, ne? Wenn man das halt hier sieht. Critical Strikes his target for 25% additional damage. Das heißt, jeder dritte Angriff macht nochmal 25% Bonusschaden. Und deswegen fange ich auf jeden Fall mit W an, um einfach die Sustain zu haben, ne, durch die drei Auto-Attacks, die mich heilen und auch noch einen kleinen kritischen Schaden machen. Das sieht man, wenn er da mit seiner Lanze auf den Gegner von oben raufprügelt. Und das ist schon ein ganz schön krasser Buff für Xin, einfach nochmal den Damage da zu steigern. Es macht da sogar auch durchaus Sinn, jetzt seinen W als erstes zu maxen für das übelste Sustain und einfach sein E einfach links liegen zu lassen, denn der Cooldown darauf ist schon dann relativ gering. Der Schaden ist zwar dann nicht mächtig, allerdings steigt dann halt nur auch der Slow und der Schaden von der E-Fähigkeit, währenddessen hier der Sustain und der Damage auch steigt und der Cooldown geht auch noch runter von der Fähigkeit. Deswegen bin ich gespannt, wie sich das entwickelt. Ich werde mal gucken, wie ich jetzt ihn baue im Laufe dieser Folge. Ich müsste jetzt eigentlich gleich nochmal drauf eingehen, was wir für Teams haben. Das könnt ihr jetzt einmal kurz zeigen. Wir haben in der Toplane, haben wir als gegnerischen Jungler, Quatsch, als Toplaner Tryndamere und als gegnerischer Jungler ist Kindred am Start. So, jetzt einmal hier kurz was wegmachen. Kindred am Start, dann haben wir noch Lucian in der Botlane mit Leona, in der Midlane Lissandra und dann haben wir noch in der Toplane Akali, hat auch einen Buff bekommen. Ja, ist jetzt schnellere Animation mit ihrem Ultimate. Und dann haben wir noch in der Midlane Azir, mich im Jungle und in der Botlane Xin Zhao und die gute Janna. So, also das habe ich jetzt hier erledigt, könnte jetzt auch mal eine Potion schlucken, aber mit Xin Zhao kommt man richtig schön durch den Jungle eigentlich. Da verliert man nicht so unglaublich viel HP und das gefällt mir eigentlich relativ gut an ihm, denn der Sustain von ihm ist doch schon sehr, sehr krass. Und ich kann jetzt einmal meine komplette Jungle-Route theoretisch machen. Ich werde jetzt aber versuchen zu farmen. Ich werde den W machen. Ich werde den W machen. Oh, da kommt ein Teleport. Oh Gott! Da kam der Stun noch mit! Da sehe ich nur die Stun-Animation oder den E von Leona und dann ziehe ich sie mit rüber. Oh, wirklich, ey. Wollte mich eigentlich verkackeiern. Das gibt's doch nicht. Mann. Aber guter Teleport von Lissandra, kann man nicht anders sagen. Aus der Midlane. Ach nee, wir haben sogar in der Mitte sich gerade Akali und in der Toplane Azir. Okay, das ist ja interessant. Ah, schade. Hat nicht ganz so sollen sein. So habe ich mir das auf jeden Fall nicht gedacht. Ich werde mich auf jeden Fall jetzt in den River begeben, um den Rift Scuttler zu killen, damit die gute Kindred den nicht bekommt. Benutze Challenging Smite, um noch ein bisschen Damage zu machen. Und da muss ich mal sehen, wie ich ihn denn baue, um welches Jungle-Item ich gehe. Ob ich dann das AD-Item nehme, ob ich Devourer gehe oder ob ich doch dann Tanky gehen muss, weil ich jetzt halt schon einen Kill gelassen habe. Ich werde das auf jeden Fall einmal mitnehmen hier. Oh, da kommt Kindred. Kommt sie weg? Ja, kommt weg. So, dann ist der auf jeden Fall weg.
Und wir kriegen vielleicht den... Wir kriegen auf jeden Fall den Double Buff weg von Leona. Gut. Dann habe ich meine Buffs wieder. Das ist schön. Jetzt sind die schon wieder schön refreshed. Das gefällt mir. Ja, meine Pink Ward geht leider down. Kann ich jetzt nicht verhindern. Aber wir haben den Kill wiederbekommen. Von daher passt das doch. This Trin is freest gank in history of League of Legends. Das ist schön. Was soll mir das sagen? Oh! Wreck, Baby! Wreck, Biatch! Oh Gott, war das knapp. Gut, dass ich noch meine Potion, glaube ich, geschluckt habe, um noch ein bisschen den Rest an HP zu regenerieren. Aber das war mal eine sehr knappe Nummer. Aber wäre ich da weggelaufen, hätte ich da, glaube ich, ins Gras gebissen. Weil sie mich... Na, obwohl, ich wäre hier ziemlich nah am Tower gewesen. Ich glaube, das hätte gepasst. Sehr schön. Das gefällt mir. 2 Kills nach diesem bescheidenen Start. Fangen wir doch jetzt ganz gut an. Warum auch immer die Kindred da jetzt unten am Rum... Geistern war, wollte mich counterjungeln. Dem war leider nicht so. Finde ich eigentlich ganz gut hier, den W zu maxen. Gibt eine Menge Schaden jetzt. Das sind jetzt 50% Damage, die ich dadurch mache. Tja. Wahrscheinlich kriege ich jetzt einen Flame dafür, weil ich nicht in der Toplane war. Und die Kindred respawned und deswegen da war. Würde zumindest das Normale sein, ne, was ich dann erwarte. So, die Kindred will sich auf jeden Fall nicht mit uns anlegen. Oh, sie legt den Buff auf mich. Heißt das aber, dass sie doch kämpfen will? Kann natürlich sein. Ich werde jetzt die Lane mal nicht pushen. Ich bin mal so lieb. Ne, und dann gehe ich auf Devour. Ich werde jetzt auf Attack Speed gehen. Auf den Devour Enchant und dann, oh, ne, jetzt werde ich einmal noch schnell den Rift Scuttler von der Map nehmen, nicht dass Kindred den bekommt und dadurch stärker wird. Das will ich ja verhindern. Also machen wir den einmal schnell weg und dann brauchen wir uns darum auch keine Sorgen mehr machen. So, der ist weg, Kindred kriegt ihn nicht, sehr schön. Gut, nice Items, Azir. Was hat er denn? Alter, was ist denn das für ein, was ist denn das für ein Trollbild von ihm? Ist ja mal richtig Troll, der Bild. Okay, hier ist garantiert eine Ward. Der ist schon am Lachen da. Deswegen ist hier gewardet. Vielleicht auch nicht. Gut. Zeit noch eine Pink Ward mitzunehmen. Und dann nehme ich noch eine Potion mit. Denn die hat mir ja eben, glaube ich, den Hintern gerettet. Und jetzt werde ich versuchen, mich einmal hochzufarmen. Und kann auch den Drachen eigentlich machen. Ich habe ja schon jetzt extrem viel Self-Healing mit 40, 42 sind es jetzt sogar schon und kriege dadurch eine Menge Attack-Speed und in der Mitte, ja, kriege die Kindred auf den Sack, sehr schön. Ist natürlich blöd, wenn sie keine Pink Ward mitbringen und dann nicht Akali sehen können. Alter, der Attack-Speed geht schon mal gut ab, jetzt auf jeden Fall auf Xinyi und den nehme ich mir auf jeden Fall, sodass ich mir dann jetzt nach meiner Jungle-Route... Was werde ich gepinkt hier? Weiß nicht, warum ich gepinkt werde. Ich möchte eigentlich ein bisschen farmen, dass ich ein bisschen meinen Devour hochbekomme. Alter, 62% Bonus-Damage. Das geht, wie gesagt, hoch auf 75. Und dann sind die Attacks schon echt gut. Das ist jetzt 136 gerade. Und der normale Auto-Attack von ihm ist 105 und 158. Das heißt, das sind schon mal echt eine Menge mehr Schaden, die dazukommen. Und dadurch wird er natürlich richtig schön stark als Duellant. Deswegen habe ich auch den Enchant genommen aus dem Mastery-Baum, ne, aus dem die Keystone Mastery, dass ich dann halt für jede Attack, die ich dann gegen einen Gegner mache, mir die Stacks sammle. Und Akali zerledert in der Zeit die Kindred. Das ist gut, denn die kommt dadurch nicht weg. Ne. Deswegen kann ich jetzt hier auch frei farmen. Und das ist das Beste, was ich jetzt gerade machen kann. Zumindest auch, wenn ich auf Devour gehe. Denn ganken muss ich jetzt gerade nicht. Meine Lanes funktionieren jetzt gerade von selbst. Ah, merkt sich das jetzt? Nee, ich gehe auf Fighter Xin. Denn der Cooldown, der ändert sich ja eh nicht. Und ich will, dass meine Cooldowns hier auf Q und W...
anders sind. Den Slow von 25%, der reicht mir. Der ist schon okay. Auf jeden Fall ist der... was willst du mir sagen? Ist da eine War drin? Okay, ich gehe jetzt auf jeden Fall und hole den Rift Scuttler. Nicht, dass Kindred den irgendeiner Art und Weise versucht zu machen. Und dann kann ich auch... Ja. Na, sie will ihn, ne? Ja, das war jetzt wahrscheinlich ihr Todesurteil. Oder auch meins. Warum bin ich geflasht? Das war blöd. Ja, unser AD Carry war auch leider nicht da. Schade, schade, schade. Das war leider nicht so schön. Aber ich krieg noch einen Assist. Sehr gut. Okay, was baue ich als nächstes? Ginsos Rageblade. Und danach werde ich mich dann auf Tanken konzentrieren. Aber jetzt erstmal Ginsos Rageblade. Jetzt kriege ich auch noch dadurch einen kleinen Boost noch. Und mein Hund dreht gerade wieder ein bisschen ab. Sehr schön. TP-Meter, ja genau. Ich bin jetzt zweimal gestorben durch Teleports. Und Teleport in der Midlane und Teleport in der Toplane. Und wir haben leider gar keine Teleports, sofern in der Toplane, der einen ganz komischen Trollbild hat. Oder in der Midlane. Und mein Hund dreht gerade sowas von ab. Ja, ist gut, meine Maus. Die geht jetzt gerade, feiert hier gerade ein bisschen was ab. Will jetzt den Drachen unbedingt machen, dass ich da die Stacks bekomme. Ich sehe, dass hier irgendwo eine Ward ist. Na, wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Ich sehe sie nicht. Okay, auf jeden Fall mache ich den jetzt. Denn ich habe eine Menge Self-Healing. Das kann ich locker sustain. Ist auch egal, was jetzt gerade hier in der Botlane abgeht. Vor allem, wenn wir da jetzt eh die Kills bekommen. Benutze jetzt mein E nicht. Der Schaden ist viel zu viel und die Mana-Kosten sind viel zu hoch dafür. Ich kann mich ja so schon ganz gut hoch sustainen damit. So, Smite brauche ich auch nicht, denn ist ja eh hier gerade kein Gegner. Freest Gank, 1 HP, Tryndamere all game. Zero Help. Ja. Ah, schön. Natürlich kriege ich da dann das alles ab, dass ich alles falsch mache. Nur weil ich hier versuche, mich hoch zu jungeln mit meinem Devour Enchant. So. Einmal ein bisschen Counter jungeln hier. Soll ja auch ganz nett sein. Sehr gut. Das war gut. Netter Schaden auf jeden Fall. Und das hat sie nicht gesehen. Und dadurch haben wir natürlich einen richtig schönen Kill bekommen. Das gefällt mir auch gut. Oha. Oha, oha, oha. Sehr schön. Haben wir super gebaitet. Ich dachte, dass sie noch einen Tick zurückkommt. Aber, oh, mit Open wird geschrieben. Das heißt, die Gegner sind am Ragen. Warum auch immer. Ich meine, steht 11-8 und die haben Tryndamere, einen der krassesten Late-Game-Champions überhaupt, wenn nicht sogar mit einer der übelst krassesten. Denn wer schon mal ein Late-Game-Tryndamere gesehen hat und nichts hatte, um ihn in irgendeiner Art und Weise zu kiten, der weiß, wovon ich spreche. Und... So, das einmal hier mitnehmen noch. Das ist schöner, freier Farm. Na, macht Kindred gerade? Ne, macht sie nicht. Gut, springe ich einmal rüber. Und dann habe ich auch schon eine Menge Stacks. Alter Falter, 20 Stacks schon. Das ist gut. Das geht richtig nach vorne, in die richtige Richtung auf jeden Fall. Und hier sind nochmal zwei mit dem Rift Scuttler, den ich auf jeden Fall hole. Einmal schnell hier mit... Alter, der ist so schnell jetzt, vor allem wenn man den W als erstes halt maxt. Ist auf jeden Fall eine echt gute Sache, den W zu maxen. Gefällt mir gerade echt gut. Und ein Camp nehme ich noch mit, weil ich dann mir Ginsos Rageblade kaufen kann. Und dann habe ich auf jeden Fall schon eine Menge Schaden. Da können sich die Gegner auf jeden Fall schon mal anschnallen. Dass da dann auf jeden Fall eine Menge Schaden von mir gedrückt wird. Und dann kann ich auf jeden Fall danach Tanky bauen. Das heißt, jetzt habe ich meinen Schaden auf jeden Fall und meine Attack Speed. Und jetzt kann ich auf Tank bauen und den Gegner damit dann halt in die Knie zwingen. Eine Pink Ward habe ich nicht am Start, deswegen kaufe ich mir noch eine, um die auf jeden Fall aufs Feld zu setzen. Und da unten geht jetzt gerade wieder einiges ab. Und Lissandra macht den Ulti und... und... Ne. Keine Chance für die. Leider habe ich keinen Flash ab, sonst könnte ich jetzt hier das wagen gegen die. Ich mache es trotzdem. Frage ist trotzdem.
Ich werde gucken, wie viel Schaden ich habe. Wir schauen mal, wie viel Schaden ich mache. Oder? Oder? Oh, die hat ihren Eben. Oh Gott! Nee, das war nicht gut. War überhaupt nicht gut. Dieser nervige... dieser nervige Groundfrost, den er hatte. Da, deswegen kam ich da nicht ran. Oder ist sie auch noch weggeflasht? Ich glaube, die ist auch noch weggeflasht, ne? Habe ich jetzt nicht ganz genau drauf geachtet, aber ich bin der Meinung, sie ist auch noch weggeflasht, sodass ich da nicht mehr meinen Knock-Up hinbekommen habe. Und so sollte das nicht sein. Nein, ich habe mir das ganz anders vorgestellt. Aber der Schaden war dann doch schon ein bisschen sehr krass von denen. Und naja, gut. Better luck next time, würde ich sagen. Deswegen brauche ich jetzt erstmal noch ein paar Items an, um mir meine Verteidigung zu boosten. Aber ich kann jetzt auch mit einer Runde jetzt noch den Jungle, mein Devourer-Item voll machen. Wäre vielleicht gut gewesen, das noch dabei zu haben, wenn ich das gestackt hätte. War ein bisschen sehr, sehr Selbstmord von mir, aber auch eine Spur YOLO, muss man sagen. Und YOLO ist ja natürlich hier immer gut. Was geht jetzt hier in der Mitte ab? Die Akali geht gut ab. Also die Akali geht richtig gut ab. Leider gab es da keine Kills. Okay. So, erstmal meinen Cooldown resetten. Mit meinem Q. Und dann kann ich den Rift Scuttler holen, wenn er noch da ist. Na, ist er noch da? Ist er noch da? Ja. Er wurde auch gerade angegriffen von... Ach, Kindred. Die rennt da oben lang. Das heißt, sie hatten da eine Ward. Und deswegen wusste er ganz genau, was ich hier mache. So. 3 Stacks noch. Dann geht die Party hier ready ab. Ich werde auf jeden Fall Mercury Threat bauen müssen. Durch die ganzen Stunts, die sie da haben. Mit Leona, mit Kindred, mit Lissandra. Und den ganzen anderen Gedöns, was sie da rumschmeißen. Müsste aber danach mich auf jeden Fall fokussieren auf Armor. Ansonsten kriege ich da zu viel Schaden ab. Dafür haben die viel zu viel AD-Schaden. Alter! Die Akali hat nur gesehen und gerochen und ist dann vorwärts geprescht. Alter Falter. So. Na? Ja, da guckst du, ne? Hau lieber ab. Ansonsten gibt's auch für Omme. Okay, jetzt bin ich auf jeden Fall ein bisschen stärker noch, dass ich jetzt gleich auch wieder shoppen gehen kann. Den roten hole ich mir nochmal. Einfach, weil der noch ein bisschen extra Schaden macht. Wäre vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man auf Devourer Chin geht, indem man mit der Defense Mastery arbeitet, womit man mehr HP kriegt. Müsste ich mal ausprobieren, ob das sogar nicht vielleicht besser ist, weil man dadurch dann noch die wichtigen Tank-Stats bekommt. Die für einen dann ja auch wichtig sind, wenn man denn so einen richtig starken, aggressiven Build macht, wie ich das jetzt hier gerade vorhab. So. So. Ja, musste ich wegflashen. Nicht, dass ich da gestunt werde und dann nichts hätte hinbekommen. Wollte da auf jeden Fall nicht sterben. Ich lege mal die Pink Ward hin. War okay. Flash für Flash. Und der Ulti von Shin ist auch weg, wollte ich gerade sagen, von Tryndamere. So, Defense. Mercury Threats. Und dann baue ich als nächstes... Ja, das ist ein schönes Item. Ich baue mir erstmal Armor. Und dann sollte das passen. Obwohl HP wäre ein bisschen besser gewesen als Armor. Aber das hat so gerade so schön gepasst mit der Goldzahl. Deswegen erstmal die Chain Vest. So, jetzt müssen wir mal ein bisschen was auf der Karte machen. Haben wir auf jeden Fall jetzt den zweiten Buff von dem Drachen. Und dadurch haben wir auch den neuen Effekt, dass wir Türme verbrennen, wenn wir auf die schlagen. Und das ist auch eine Neuigkeit. Deswegen, vorher war der ein bisschen nutzlos. Aber jetzt ist das richtig gut. Ja, Kali burstet jetzt alle weg. Ja, ich komm dazu. Oh, dieser Kindred. Ulti ist auch richtig Katastrophe. Ja, schön. Der hat kein Ulti. Den hat er eben schon auf mich verbraten. Deswegen
ging das da auf jeden Fall gut nach vorne und dadurch haben wir auch den Kill. Aber Akali rippt hier gerade alles. Weiß ich nicht, ob ich das so toll finde, dass Akali einen Buff bekommen hat, dass sie mehr Energie bekommt durch ihren Q, weil ich den Charakter eigentlich echt nicht mag. Gottes Willen, das war mal eine Zeit lang mein echt verhasstester Champion. Jetzt ist es gerade so, ja, Riven und Poppy oder sowas, die ich überhaupt nicht gerne sehen mag. Aber mal gucken, ob in irgendeiner Art und Weise das jetzt die Meta beeinflusst, dass jetzt des Öfteren Akali gepickt wird, werden wir noch zu erfahren wissen. Okay, ich kann jetzt noch ein bisschen Counter-Jungeln, indem ich jetzt hier noch das Camp smite und dadurch zumindest auch noch einen Geist in den gegnerischen Jungle schicke. So, passt. Und dann hau ich ab. So. Und habe jetzt auf jeden Fall auch wieder eine Menge Geld am Start, dass ich mir schon fast... Na, 500 fehlen noch. Ich kann auf jeden Fall den Kampf gegen den wagen hier. Das kann ich wagen. Dazu muss ich mich jetzt einmal aber schnell hier in den Busch verstecken, damit er auch näher kommt. Wenn er denn hier auf der Lane bleibt überhaupt. Was erstmal nicht so aussieht. Er kommt nicht. Ah ne, er haut ab. Okay, dann farme ich die Wave noch einmal weg, weil ich jetzt ja eh hier unten bin und meine Zeit nutzen muss. Ich habe sie investiert, indem ich versucht habe, ihn zu ganken. Deswegen muss ich auch mit ein bisschen Geld da wieder raus hervorgehen, ansonsten falle ich zurück. Na, wenn ihr euch für irgendwas entschieden habt, zu machen, dann geht zumindest, und es klappt nicht, dann geht zumindest mit irgendetwas daraus hervor, dass ihr ja ein bisschen Geld sammelt oder sowas irgendwo und dass ihr dann nicht zurückfallt. Zumindest nicht weiter, als ihr es dann nicht ohnehin schon seid. Werde jetzt noch das letzte Camp machen und dann habe ich auch mein Item, dass ich noch ein bisschen schönen Movement Speed am Start habe. Ich könnte jetzt eigentlich helfen zu ganken, aber ich fahre mich jetzt gerade hoch, um mich halt noch schön stark zu machen für die entscheidenden Teamfights, die jetzt gleich kommen werden. Und die Kindred, ey, die kriegt aber auch die ganze Zeit die Liebe ab. So. Aber das ist das Ding, gegen Akali hilft halt eine Pink Ward. Wenn ihr eine Pink Ward habt, dann kann das auch Akali echt schnell zerreißen, weil sie dann halt gesehen wird. Und hoi, hoi, hoi. Ja, ich bin auch am Start. So, jetzt gibt's ja aber Rambazamba. Oh, ich sustaine mich hoch. Wie nicht sterbe. Oh, ist das gut. Ja, wie ich die alle getankt habe und einfach nicht gestorben bin, auch gegen den Trinder mehr. Alles totale gut. Totale gut. So, schnell hochheilen. Also diese Heilung, die ist so göttlich. Könnte ich eigentlich auch noch einen Spirit Visage reinbauen. Allerdings haben die nur einen APler. Deswegen bringt das nicht so viel. Da muss ich ein bisschen mehr Armor bauen. Das macht viel mehr Sinn. Deswegen passt das. So, hier nochmal eine Ward hinsetzen. Und dann kann ich jetzt auch wieder in den gegnerischen Jungle gehen. Und werde danach jetzt auch ein Armor-Item bauen müssen. Was mir ja ein paar schöne Stats gibt. Vielleicht Iceborne Gauntlet wäre gut, ne? Weil ich ziemlich geringe Cooldowns habe eigentlich. Iceborne Gauntlet, das klingt eigentlich nach richtig viel Spaß. Müsste ich eigentlich bauen. Ich werde jetzt mal hier ganz sneaky was machen. Ich habe noch meinen Flash. Alter! Haben die doch tatsächlich eine Ward da? Oh, ne. Komm. Komm, haut ab. Ach gut, dann... Ah! Ärgerlich, dass da noch ein 3 auftauchen, dass Trindamere auch in der Top-Lane war. Mist, haben die eine Ward gehabt. Shit. Gut. Ich werde doch Randons Omen lieber bauen. Weil dann doch schon extrem viele Crits am Start sind mit Lucian und mit Trindamere. Deswegen ist Randons Omen da eine viel bessere Wahl als Iceborne Gauntlet. Zumindest jetzt aus dem Standpunkt. Aber gut, ich habe immerhin 3 Leute an mir gebunden eben gerade so, dass wir ein bisschen mehr noch machen konnten. Hier, Alter! Na, ah, der hat noch Ulti. Ups. Schade. Ah, wir sollten groupen. Wir sollten doch schon groupen. Wir sind auf jeden Fall in Teamfights viel stärker als der Gegner. Wir werden noch ein bisschen Movement Speed kaufen jetzt. Aber, oh, das gewinnen die. Das gewinnen die. Das gewinnen die. Ja, sehr schön. Oh. Da kommen auch noch Kindred. Ja, wir sehen die Logger. Logger, Triple Kill. Was kostet die Welt?
Oh, hier ist Lucian noch am Start. Oh! Hallöchen! Oh, dieser göttliche Damage von mir. Also wenn die mich nicht CC'd kriegen, dann fliegt da auf jeden Fall eine Menge Schaden in deren Fresse. Und da, ja, wenn ich den Botlane Tower pushen würde, das wäre auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Aber ich habe Lust, das Spiel noch ein bisschen laufen zu lassen. Ich will noch ein paar Kills kriegen und den Drachen machen. Dass ich noch ein bisschen mehr Movement Speed habe. Und deswegen ein bisschen noch mehr Gameplay für euch sozusagen zu sehen ist. Wir haben jetzt gerade einen extremen Vorsprung. Na, so extrem ist er auch nicht. Obwohl, wenn man mal die Karte anguckt, dann sind schon extrem viele Türme von denen down. Und von uns noch nicht. Und ich kann mir gleich Randoms Omen leisten. Ah, fehlen noch 400 Gold. Aber das ist okay. Denn ich habe noch ein bisschen Gold in meinem Jungle am Start. Deswegen passt das. Also Ginzos Rageblade ist auf ihm echt eine Wucht. Macht auf jeden Fall richtig Bock. Und Tryndamere. Du kleiner böser Tryndamere. Es wird Zeit, dass ich jetzt einmal vorbeikomme und dir den Popo versohle. Ne, sowas will ich hier gar nicht sehen, dass du hier in irgendeiner Art und Weise versuchst. So. Na, wer hat mehr Damage? Sehr gut. Ich glaube, er hat sein Ulti einfach gar nicht gezündet, weil er entweder war nicht ab oder er hat einfach so gedacht, ja, fuck this, ich bin eh schwächer. Ja, wir können Baron machen. Wir können Baron machen, das sollte passen. Das ist ultra stark, echt, ey. Meine Güte. Also wer auf jeden Fall diesen Xin-Buff gegeben hat, der gehört eigentlich bestraft. Aber bisher geht das schon ganz schön gut ab, wenn man das jetzt halt nicht so extrem YOLO macht, wie ich jetzt vorhin, indem ich einfach down-CC'd werde. Weil das ist dann natürlich noch das Schlimme, wenn ihr den nämlich gekited kriegt und dann halt mit CC arbeitet, dass ihr halt nicht mal an den Gegner rankommt. Dann ist das natürlich schwer. So, Iceborne Gauntlet ist die letzte Wahl, die ich noch nehme, um noch ein bisschen Cooldown Reduction zu kriegen und natürlich noch ein bisschen Armor, denn Defense Stats habe ich jetzt eigentlich genug. Das sollte so passen. Ich habe eine Menge Schaden dann noch dadurch und bin dann so ein richtig schöner Bruiser-Style. Das sollte passen. Okay, ich kann jetzt auf jeden Fall auch wieder hier rein. Ja, komm hier, komm. Ja, Tryndamere hat sich auch schon gedacht, oh, fuck this shit. I'm out of here. So. Das war's. This fucking guy. Ja, also der Schaden geht auf jeden Fall gut nach vorne. Ich hatte nicht mal meinen Ulti benutzt. Und ich mogel mich jetzt von hinten rein. Einmal und dann schleiche ich mir und dann. Oh, ich mach den fiesen Tower da, komm. Ah! Ah, sie wollen mich downfocussen! Ah! Ah, ah! Oh, dieser ganze Schaden, aber es wird nichts. Ich hab alles getankt. Oh! Healing! Wir heilen uns hier so schnell. Ja! So! Noch ein Kill bekommen. Das war das Gameplay. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Spielt auf jeden Fall einmal Xin Zhao. Und da die W-Maxen, kommt auf jeden Fall richtig gut. Und ja, dann hoffe ich, dass ihr auf jeden Fall mir weiterhin so treu bleibt, wie auch schon letzten Freitag beim Stream. Samstag. Freitag, diesen Freitag jetzt, ist ein Stream wieder geplant. Spielen ein paar LOL-Games, ein paar Community, ein paar Rank-Games. Also schaut doch einmal vorbei, würde mich freuen. Eine weitere Ankündigung kommt auch noch auf meinem Kanal. Also, wir sehen uns in der nächsten Episode, Leute. Haut rein!